Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Resident Evil 3. Mein Name ist Christian Esche 3000 und ich begrüße euch herzlich zurück bei Folge Nummer 10, glaube ich. Bin mir gerade nicht so sicher. Naja, aber egal. Wir sind auf jeden Fall zurück und wir machen eine weitere Folge hier mit Carlos. In der letzten Folge hatten wir ja den Albtraum im Krankenhaus. Und ja, der Albtraum geht halt weiter hier. Wortwörtlich. Da würde ich sagen, einfach jetzt schnell durchstarten, einfach nicht lange diskutieren. Bevor es losgeht, wie gehabt und wie gewohnt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und jeder fleißige Kommentar kriegt auch eine fleißige Antwort. Yay. So, gut. Da würde ich sagen, ab zurück. Wir haben ja jetzt, wir sind jetzt eigentlich jetzt so weit gekommen, jetzt, dass wir jetzt im Endeffekt da rein müssen. Und da sind halt immer noch die zwei fucking scheiß Gegner, ehrlich gesagt, die uns ein bisschen die Probleme noch machen. Und ja, ich muss einfach gucken, wie ich da hinkomme. Infos zu dem Tresor habe ich leider auch noch nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie trotzdem noch nach allem noch irgendwas vergessen habe. Wir haben noch einen Schuss in unserer Pistole. Das ist auch sehr traurig. 27 Schuss in unserem Magazin hier. Auch sehr traurig, aber da bleiben mir leider nicht große Optionen übrig, sozusagen, um hier voranzukommen. Vielleicht überlege ich mir gerade auch vielleicht noch woanders hinzugehen, vielleicht noch mal ein bisschen mich umzuschauen, um vielleicht noch irgendwas anderes zu erhalten. Wie gesagt, ich würde ja gerne den Tresor öffnen, aber ich habe noch bis jetzt noch keine Infos bekommen, wo die Daten dafür sind. Hier komme ich auch nicht runter. Hier drüben muss ich rein. Und das ist das Problem. So, und hier vorne sind auch gleich wieder Zombies. Wir nehmen einfach mal. Okay, den haben wir verballert. Ja, beiß mich mal, dass du reinkommst. Dass ich schnell mein Messer zücken kann. Okay, alles klar. Gut, okay, also muss doch jetzt mal. Bleib doch mal liegen. Tu mir den Gefallen und bleib einfach liegen. So, wir haben hier auch noch keinen Dietrich. Ich weiß nicht, wann man den Dietrich kriegt. Die Frage ist. Oh, verdammt. Die Frage ist halt jetzt. Ach, leck mich doch jetzt hier. Ob man mit Jill Valentine auch noch hier in dieser. Die liegt. Es gibt's doch nicht. Was, die war. Die lag schon. Hat schon, war schon tot. Das ist echt verwirrend, Leute. Das ist echt ein bisschen weird, sage ich sozusagen. Das ist wirklich, man denkt, die sind tot, aber dann leben sie doch wieder. Und so wieder der hier. Wann sind sie denn wirklich tot hier? Das ist echt komisch. Das ist echt traurig. Aber naja. So, wir haben das da. Können wir hier gleich mal verbinden, kombinieren. So. Auf jeden Fall haben wir die jetzt hier die Gegner hier gekillt. Wir machen hier mal auf. Wir checken ganz kurz. Wir könnten dann, ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal sicherheitshalber nochmal schnell zurück. Ja, die Frage ist, da unten ist ja noch eine Kiste. Und die ist ja genau auf der anderen Seite. Ich will jetzt mal gucken, wie man da überhaupt hinkommt. Es muss doch irgendwie einen Weg geben, da hinzukommen. Hier unten drunter komme ich nicht durch. Ich müsste im Endeffekt da runterspringen. Mal gucken. Wie soll man denn da runterspringen, wenn da die Barrikade ist? Warte mal. Das will ich jetzt ausprobieren. Ups. Hä? Oh, halt. Nein. Warte mal. Hier ist die Barrikade. Sicher? Oder bin ich gerade selber verwirrt? Genau, da. Diese Richtung. Da ist es.
Aber wenn hier alles verbaut ist und hier alles verbaut ist, wie soll man denn da reinkommen, um da runter zu springen zu können? Das ist jetzt ein bisschen weird. Komme ich doch gar nicht hin. Wollen die mich hier irgendwie trollen oder so? Weil anders kommst du ja da unten nicht ran. Warte mal, ich guck mal hier nochmal. Ne, ist auch alles zu. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, wir haben jetzt erstmal die paar Gegner gekillt hier. Ich guck nochmal mal in mein Tresor rein. Wir haben noch ein Erste-Hilfe-Spray. Das können wir mal mitnehmen, sicherheitshalber. Den Schlüssel machen wir raus. Haben wir noch unten irgendwie noch eine ID-Bums da? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter, bevor wir weitergehen oder bevor wir speichern. Gehen wir einfach nochmal runter in die untere Etage und checken nochmal die ganze Räume ab. Und zu schauen, ob wir unten noch irgendwie was öffnen können, was uns vielleicht doch ein bisschen weiterhilft, um was zu erreichen. Um Munition aufzufrischen, dass wir sozusagen ja, besser gewappnet sind für diese Szene, für diese Stelle. Ich habe da, glaube ich, da unten auch schon irgendwie eine ID-Karte gesehen oder so. So. Und genau hier ist der Raum, wo wir runter müssen. Runterspringen müssten eigentlich. Aber geht ja leider nicht. So. Checken wir mal kurz den Raum. Innenhof, ja. Einfaches Schloss. Das ist hier. Mit Vorhängeschloss, okay. Das ist ja, genau, da geht's heraus. Dann gehen wir da. Da sind wir hier reingekommen. Da ist noch eine mit Stimmerkennung. OP-Raum. Achso, da ist ja der Typ da drin. Da werden es auch immer mehr, hä? Am Anfang war nur einer drin, jetzt sind es auf einmal drei. Verwirrend. Ah, hier haben wir auch noch einen. Da. Vielleicht findet man ja hier was drin, was uns vielleicht weiterhilft. Oder uns noch mehr Munition rausballert, weil wenn wir rauskommen, dass dann die Scheiben kaputt gehen. Wer weiß. Okay, was haben wir hier? Wow, wie viele Handgranaten, Alter. Hallo? Okay, alles klar. Okay, also wir haben jetzt hier haufenweise Munition. Haufenweise. Betreff verlorene Gegenstände. An alle Mitarbeiter. Patienten berichten uns zunehmend von verlorenen gegangenen Gegenständen. Wenn sie etwas finden, von denen sie sich nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen sie sie nicht mit nach Hause. Bitte legen Sie in den Safe der Schwesternstation. Ah, guckt euch mal das an. Der Safe. Haha. Die Kombination des Safe ist 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Vielen Dank für eure Kooperation. Also 9 rechts, 3 links. Okay. 9 rechts, 3 links. Gut. Habe ich nicht mehr Granaten eingesammelt? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie zu wenig. Wir werden auf jeden Fall davon jetzt gleich rausrennen und gleich links. Also, ich will hier unten nicht so lange verweilen. So. Okay, die sind immer noch drin. Alles klar, dann passt es ja. Gut, also. 9 rechts, 3 links. Da haben wir ja schon wieder was erreicht. Mehr Munition, das können wir gegen die Gegner auch ankämpfen da oben. Dann passt es schon mal. Lass uns erstmal hier außen rum. Und somit dann unten. So, dann müssen wir geradeaus. Der Schwesternraum ist, glaube ich, hier dran. Genau. Also, 9 rechts, 3 links. Also, 9 rechts. 3 links. Yay! Und was ist drinne? Oh! Doppelmagazin, Sturmgewehr. Nice. Noch eine Erweiterung bekommen. Yippie-yay-yay. So.
Und jetzt haben wir 64 im Magazin. Okay, aber bevor wir jetzt da durchrennen und alles wieder verlieren und alles umsonst machen, gehe ich doch lieber erstmal kurz schnell speichern. Und somit können wir dann ja die zwei Gegner da drin ausschalten. Und somit haben wir dann auch ja endlich mal einen Fortschritt, wo wir hier vorankommen. Ist doch mal was. Leute, so, Carlos, da. Da. Oh, sind wir eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Habe ich es gespeichert? Ja, 22. So. Auf geht's. Wir haben ja hier, da brauchen wir noch nicht. Ohne einen Dietrich brauchen wir da erstmal auch gar nicht weiterlaufen. Wir gehen hier rechts und dann da vorne nochmal rechts und dann durch die Tür und da sind wir direkt dann drinnen. Wir haben noch drei Granaten am Start. Die nehmen wir natürlich mit. Für die Viecher da drinnen. Hallo. Aua. Hab ich die Granate geworfen? Wo? Okay. Einer weniger. Okay. Safe. Alles klar. Habe leider eine Granate zu viel verballert, aber egal. Dafür haben wir wieder mehr Sturmmunition. Das sollte auch erstmal lang. So, jetzt müssen wir gucken, ob der Raum sich überhaupt gelohnt hat. Wenn nicht, dann tun wir das Spiel einfach neu starten. Oh, was ist das? Ah, die Kassette. Okay, da hat sich doch gelohnt. Nice. Okay. Und jetzt kommt er und sagt, ja, du brauchst eine Batterie, um dieses Aufnahmegerät oder Tonbandgerät zu starten. So. Karte haben wir auch alles komplett fertig. Nice. Okay, dann würde ich sagen, ab nach unten. Da haben wir alles hier oben so gut wie möglich abgeschlossen. Wo kommst du denn her? Ich lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Keine Zeit für dich. So, ja, wir haben hier ein einfaches Schloss. Ich habe keinen Dietrich, deswegen bringt das nichts. Also würde ich sagen, ab nach unten. Den lassen wir mal einfach mal liegen. Links. So wie rechts. Weil wir haben hier keine Zeit. Ja, war klar. Aber ich habe gar keine. Hin. What the fuck? Nachladen. So. So, da sie mir den Raum hier geöffnet haben. Ich kann mal gucken, was hier drin ist. Pistolenmunition. Nice. Okay, nehmen wir die erstmal. Checken Messer. Wer alles hier noch lebt, der nicht mehr. Alles klar. Okay. Was ist das? Einfaches Schloss schon mal wieder. Was ist das? Grünes Kraut. Habe ich da liegen gelassen? Was geht da ab? Was habe ich da übersehen? Okay. Das war auch zu dunkel. Darf man sagen, oder? So. Hier war noch ein einfaches Schloss, was ich nicht aufkriege. Oh nein, Dietrich. Also wird wahrscheinlich mit Chill Valentine hier auch noch spielen müssen. So. Mal gucken nach meiner Energie. Wir haben ja noch ein grünes Kraut, können wir das so machen. Alles gut. So. Und Aufnahmegerät. Let's go. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben.
Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen. Es tut mir leid, Doktor. Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert, wie sie sagten. Gut. Gut. Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenärsche abwischen. Dafür wirst du doch bezahlt. Und putz meine Schuhe. Ja, Sir. Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon. Wow, was für ein Arsch. Genau, darf ich ihn töten? So, ein neuer Raum. Mal gucken. Okay, ich glaube, der ist tot. Das sieht sehr tot aus. Wir gehen aber erstmal hier rum. Guck mal, noch mehr Munition. Nice. Jetzt kommt ja langsam ein Vaterkerle hier, ne? Mit Munitionsproblemen. So, einen anderen Weg komme ich hier nicht rum. Okay. Check mal kurz gerade. Ja, okay. Also laufen wir hier. Bart. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße. Und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Hey. Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart. Es ist mir eine Ehre, Sie herzlich zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zu neuen medizinischen Sonderwirtschaftszonen MSWZ von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons, ja, Polizeichef, hey, und die anderen berühmten Mitglieder unserer Gesellschaft, der Gemeinschaft, oder Gesellschaft, keine Ahnung. Ne? Donnerstag, 10. September 1998, 18 Uhr. Orient Restaurant, Hotel Central Hotel, erster Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Craig Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorgelegen. Bring das Geld. Wir haben für die üblichen Afterparty eine Suite gebucht. Die steht auf Brünetten, oder? Lass es ironisch wissen. Als Irons wissen, okay. Gut, okay, weiter geht's. Bill Gates. Da nehmen wir noch das Kraut hier mit. Da drüben ist der PC. Das nehmen wir auch noch mit. Sturmmunition, bevor wir die PC anklicken. Was ist das? Das ist eine Tür. Wo geht die hin? Die ist verschlossen. Okay. Also, Umbrella. E-Mail von Natalie Bart. An Craig Tester betreff erbitte umgehende Antwort. Craig, ich weiß, du schaust dir die Nachricht an. Dieser Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher? Allerdings warst du immer. Also mir immer ein guter Freund. Also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine 1 Dosis der Impfstoff gegen den Virus. Der Heilige Gral. Und wenn sie es nicht für meine Familie, nicht für irgendwelche Liebhaber von mir, was also. Nein, Craig, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Craig, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort. Und ohne dass Umbrella Wind davon bekommt. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindung. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Begleitung der UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir meinen. Das ist doch gar nicht zu vergleichen zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr.
Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Okay. Wo ist der Impfstoff? Jill wusste von all dem. Und vertraute mir trotzdem. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Das probiere ich auch mal auf meiner Arbeit. Ich gehe an, wenn die Tür verschlossen ist, schlage ich einfach den Bildschirm ein und vielleicht geht die Tür dann auf. Ist der Impfstoff hier? Wäre ja nicht verkehrt. Da liegt er. Draufschießen. Du, der letzte Impfstoff. Nein! Er ist weg! So, Impfstoffprobe. Das hat nur eine Probe. So. Okay, Jill. Halte durch. Okay. Gut, das kann ja auch gut jetzt sein, dass jetzt haufenweise Action passiert, den Weg zurück. T, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. So, alles klar. Also, wir müssen jetzt im Endeffekt laufen. Hier und dann hier komplett durch. Das ist ja auch noch mit Vorhängeschloss, okay. Also, da raus, gerade durch, gerade, dann links, rechts, okay. Alles klar, okay. Sind wir bereit? Sind wir bereit? Let's go. Was klar war. Und hier rein. So, wir sind sicher. Safe. Da rein. Du wirst schon wieder, Jill. Kann man hier eigentlich speichern? Ja, stimmt, wir konnten noch hier speichern. Genau, wir speichern hier mal sicherheitshalber. Ja. Wie ich die Kiste da drinnen raushole, weiß ich immer noch nicht. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann können wir gerne das nochmal nachholen. Ja, würde ich sagen, dann bleiben wir einfach so dabei. Wie gesagt. Aber es ist jetzt noch nicht Zeit aufzuhören, also keine Sorge, also wir machen natürlich weiter. So. Impfstoff benutzen. Fass ihn nicht an. Jahre später. Tara, was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ansätze? Ich muss mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Oh, wo kommt das denn her? Okay.
Wir nehmen natürlich erstmal das hier rein, raus. Und das hier raus. Wir brauchen Platz, meine Damen und Herren. Blendgranaten könnten wir auch mal reinsetzen, weil die anderen Granaten haben wir leider nicht mehr. Ausrüsten. Halt, nein, das war jetzt hier schnell Ausweis. So war das da. Gut. Messer lassen wir auch mal drin. So, haben wir noch hier irgendwas rumliegen, bevor es losgeht? Nee, alles klar, dann let's go. Ich versuche die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Wieso müssen die Dinger eigentlich immer so laut sein? Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Oh, ein Zünder. Okay, für was brauchen wir den Zünder? Nachladen. Wie explodieren die? Kann mir das jemand erklären? Das ist ja Resident Evil 3, das originale Deutsche, oder wie jetzt? Dass jetzt die Zombies explodieren. Okay, ich bin voll. Alles klar. Wow, 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 wow. Weg mit dir. Ja, ja, du kommst gleich. Gleich in die Nähe oder wie? So, ja, ein Elektro. Genau. So, Inventar ist immer noch voll. Sechs. Kriegt extra Elektroschocker und überlebt den Scheiß immer noch. Ein Glück, dass ich genug hier habe davon. Also ist das kleinste Problem. So. Stirb. Ey, 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 ey. Na toll. Ja, bitte. Mach ein scheiß Licht aus. Jetzt kommt Dina auch noch. Geht's noch? Weg mit dir, Alter. 60 Munition verbraucht. Wow, wow, wow. Er geht mitten in die Fresse mit Feuerkraft und trotzdem kann er mich noch angreifen. Bleib liegen, du Penner. Du auch. Wow. Nachladen. Oh, wie viel kommt denn noch? Wow. Ich habe halt keine Munition mehr. Ist fast geschafft. Hui. Aua. Nein, 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 nein. Fuck off. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Aber das kriegen wir jetzt noch hin, Leute. Komm, das machen wir jetzt noch
fertig hier. Geht ja nicht anders. So. Okay, alles klar. Ausrüsten, Schnellangriff. So. Gut. Inventar leer machen. Hier. Verstauen. Verstauen. Messer. Ja, lass mal sicherheitshalber trennen, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, let's go. Da haben wir auch noch was liegen. Erste Hilfe-Spray ist immer gut. Gut, alles klar. Let's go. Ich versuche die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Ja, aber für was brauche ich den Zünder eigentlich? Ich will das mal kurz checken. Ich will mal kurz untersuchen. Wieso? Batterie ist auch dabei. Aber wo soll ich den Zünder anbringen? Nachladen. Nachladen. Nee, 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 nee. Wie der einfach instant hinterher rennt. Ich will dich knuddeln. Komm zu Papa. Alles klar, verpiss dich. Aua. Headshot, Baby. Gut abgedeckt jetzt hier erstmal die Zähne. Okay, wir haben keinen Platz mehr, hab ich grad. So, wir checken mal kurz unsere Gesundheit, sieht noch alles gut aus. Gerade jetzt, ernst jetzt. So, Energie. Den Schalter, was für ein Schalter. Wow. Ich verpiss dich hier, Junge. Ach nee. Mir geht die Munition aus. Schon mal gehört davon? Was schon wieder instant down? Und durch einen Biss hab ich doch gerade geheilt. Wo geht's eigentlich hier lang? Ach. Okay. Neuer Raum. Oh, eine Gürteltasche. Wow. Voll die Grad umdrehen und werfen.
Jo. Klar. Okay, also ich habe jetzt noch keinen Schalter gefunden. Wir machen das mal so. Ja, ich weiß nicht, für was ich das CG-Part gerade brauche. Oh, da kommt der nächste. Blendgranate. Arschkrampe. So, schnell auf Granaten umwechseln. Ausrüsten. Machen wir das auch dahin. Ja, stirb. So, Granate! Aus. Ernst jetzt? Ich hab noch Granaten. Ich schmeiß Granaten. Ja. Ja, wo. Ja, ich hab den Sprengstoff. Wohin? Ach, ein Pfeiler. Hä? Ah, okay. Ja, hab ich. Ich muss nicht. Ach du Kacke. Ausrüsten. Lass sie kurz rausholen. Ja, ich habe nur noch Pistolenmunition, scheint so. Okay, alles klar. Zumindest ist es vorbei. Ich komme zurück. Abgewehrt, Trophäe erhalten. Der Impfstoff wirkt. Gut. Bist du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Okay, nice. Mit Carlo haben wir auch. Carlos haben wir abgeschlossen. Und ja, da haben wir doch eigentlich gut überlebt. Bloß, dass der Typ jetzt gar keine Munition mehr hat, wenn wir mit ihm weiterspielen. Lol. Ciao. Ein Glück, dir geht's gut. Gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Schieß mich! Das ist der einzige Weg! Wo bin ich? Was ist passiert? Oh. An alle Einwohner,
Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Zoom. Das Krankenzimmer verlassen. Alles klar. Und ja, bevor es losgeht, checken wir mal kurz unsere Ausrüstung hier. Hier haben wir noch einen Dietrich. Wir sind im Krankenhaus alles unterwegs noch alles. Passt noch super. Und da würde ich sagen, dann speichern wir hier einfach ab. Wir haben im Endeffekt noch eine Stunde zu zocken. Oh, wir haben eine neue Pistole bekommen. Feuerstoß. Ein Munitionskiller schlechtweg hin. Ehrlich gesagt, ja. Gut, ja, wie sagt man am besten, wir machen jetzt hier einfach mal einen Schnitt, weil wir schon die halbe Stunde über hinaus sind, oder wie man das sagen kann. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann spielen wir mit der heißen, wunderschönen Chill Valentine weiter. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder am Start seid. Und wie gesagt, und habt und gewohnt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und somit verabschiede ich mich mit dieser Folge hier. Haut rein, bis zur nächsten Folge mit Resident Evil 3 auf der PlayStation 4. Wiederschauen und reingauen. Ciao.